fühlte sich seltsam. Sehr seltsam. Valerie muss ihn sich besorgt haben. Sehr, sehr seltsam. Bühle. Aber das ist wirklich seltsam. Vielleicht könnten Sie mir mal verraten, was Sie so sehr, sehr seltsam finden. Die Leiche wurde in Bühle gefunden. Meine Frau hatte ein Ferienhaus in der Nähe von Bühle. Aber das ist schon beinahe 20 Jahre her. Das ist es. Was ist was? Gleich haben wir sie. Schnell weg, da, hinter die Tür. Was ist denn? Ich zog Herrn Tanner in den anderen Raum. Dort versteckten wir uns, so gut es ging, hinter der Tür. Durch den Spalt sah ich, wie Frau Tanner die Küche betrat. Ihr Mann wollte auf sie zugehen, doch ich hielt ihn zurück. Als sie verdutzt vor dem Kühlschrank stand, trat ich ihr entgegen. Was machen Sie hier? Suchen Sie vielleicht diesen Zeitungsausschnitt? Wie bitte? Lisa! Es hat keinen Sinn, Frau Tanner. Der Schnee von gestern ist geschmolzen. Und darunter sind zwei Leichen zum Vorschein gekommen. Lisa! Sei still, Thomas. Tut mir leid, Herr Tanner. Ihre Frau hat Valerie getötet. Lisa! Lisa, sag ihm, dass das nicht wahr ist, Lisa! Sie haben das Rätsel auch gelöst, Frau Tanner, aber zu spät. Sie wussten, dass Ihre Tochter herausgefunden hatte, dass ihr richtiger Vater Wilhelm van Overbeek hieß. Und sie hatte auch herausgefunden, dass Sie, Frau Tanner, diesen Overbeek in Frankreich ermordet hatten. Lisa, was soll das? Sie irren sich, Maloney. Ich bin Valeries Vater. Nein, er hat recht. Es hat keinen Sinn mehr. Wir hatten uns gestritten. Er wollte, dass ich eine Abtreibung mache. Ich habe ihn in Frankreich kennengelernt. Ich war mir nicht sicher, ob ich von ihm schwanger war. Er hat mir an jenem Abend auch gesagt, dass er in Drogengeschäfte verwickelt war. Er schlug mich. Da griff ich zum Feuerhaken. Ich weiß nicht mehr, wie ich es geschafft habe, ihn aus dem Haus zu schaffen. Ich habe ihn in der Nähe des Ortes vergraben. Er hatte eine Menge Geld bei sich. Ich nahm es. Für Valerie. Aber Lisa... Lisa, wieso hast du mir nie etwas davon gesagt? Und weshalb musste Valerie sterben? Sie wollte sie engagieren, um alles aufzuklären. Sie nannte mich eine Mörderin. Sie hatte über 3 Jahre Nachforschungen angestellt. Und je mehr sie in Erfahrung brachte, umso mehr hasste sie mich. Aber Lisa, ich verstehe das alles nicht. Und da versuchten sie mir weiszumachen, dass Valeries Vater noch am Leben sei und sie umgebracht habe. Ich hatte keine andere Wahl. Es tut mir leid. Ich wollte mit Valerie in aller Ruhe darüber reden. Aber es ging nicht. Herr Tanner wurde kreidebleich. Später landete er in einer Klinik. Frau Tanner landete ganz woanders. Und ich landete wieder in meinem Büro. Der Schnee von gestern hatte sich verflüchtigt und zurück blieb ein flaues Gefühl in der Magengegend. Ich spülte es runter.